Oh Mann. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo von unserem Server. Wir sind derzeit fleißig und viel am kleinen Features einbauen. Und da möchten wir einfach jetzt anfangen, euch ein paar Sachen vorzustellen, die wir derzeit online gebracht haben. Es wird auch noch einiges mehr folgen. Wir haben noch große Pläne und viel vor. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Als erstes möchte ich vorstellen, wie ihr schon hier seht. Wir haben jetzt ab 5 Metern sieht man quasi den Namen dann. Es haben sich viele beschwert, man kann den Namen einfach nicht sehen, wenn sie gegenüber einen haben oder sonst irgendwas ist. Das haben wir jetzt eingebaut. Sieht man aber wirklich nur ab 5 Metern, wenn man genau drauf zielt. Es ist nicht so wie in Arma 2, dass man die halbe Karte abscannen kann und dann den Namen sieht. Passt soweit. Des Weiteren habt ihr bestimmt gerade schon diese Karte gesehen. Das ist Altis und da sieht man jetzt quasi die alten Spawnpunkte 2, 3 und 4. Und wir haben jetzt noch zwei neue eingebaut, das wäre die 1 und die 5. Einmal unten und einmal da oben. Genau, hier sieht man You, das seid ihr jetzt gerade, beziehungsweise sind wir jetzt gerade. Also zwei neue Spawnpunkte, die werden wir gleich noch anschauen. Die grünen Flecken hier sind Trader Cities. Da haben wir 4 mit eingebaut. Einfach nochmal, um dass man auch quasi in den letzten Ecken mal nicht 500.000 Kilometer fahren muss, um in den Trader zum Trader zu kommen. Das ist, denke ich mal, ganz praktisch. Und hat natürlich auch einen optischen Fable einfach, dass man da sagt, okay, wir haben da noch ein bisschen was mit reingebaut. Übrigens, die Trader City, nicht die Trader City, der Spawnpunkt, in dem wir hier sind, haben wir auch verändert. Den werde ich euch jetzt mal von außen zeigen. Den fanden wir, diesen Klotz fanden wir ein bisschen lieblos und deswegen haben wir da auch ein bisschen was dran geschraubt. So, das ist quasi der Spawn von außen. Da war früher nur dieser Klotz da hinten und den haben wir jetzt einfach ein bisschen zugebaut, so im bisschen Tschernobyl-Design. War Max seine Idee, fanden wir extrem cool und hat auch extrem gut gemacht. Und das ist eben nur ein kleiner Teil von den optischen Sachen, die wir jetzt mal verändern wollen für den Anfang. Aber dazu wird extra noch ein Video kommen. So, jetzt habt ihr den Spawnpunkt von außen gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Spawnpunkte ab. Wir fangen mal bei 1 an. Und zwar gibt es hier diese schönen Flaggen mit dem Gear-Logo oben dran. Extrem cool. Die sind, wenn man drauf guckt, sieht man Spawn 1. Das ist jetzt quasi der Punkt Nummer 1. Und da gehen wir jetzt mal rein und gucken uns das mal an, wo wir da rauskommen. Amen. So eine kleine Kirche, Friedhof, sehr gemütlich auf jeden Fall. Ein kleines Lagerfeuer und hier, nicht zu vergessen, extrem cool, so eine Pinwand mit Karte. Finde ich extrem lustig. Dass man einfach nochmal sich ein bisschen orientieren kann. Hier ist jetzt nicht ganz so viel Extravagantes dabei, aber ist, denke ich mal, ganz cool und einfach, ja, wohin auch immer man hin will. So, jetzt sind wir wieder zurück am Spawnpunkt und jetzt gucken wir uns noch 5 an. 2, 3 und 4 sind ja die originalen Spawnpunkte. Brauchen wir uns nicht nochmal angucken. 5 müsste dann theoretisch hier sein. Hier ist eigentlich extrem cool in diesem, wie heißt das? Mir fällt der Name nicht ein. Ihr wisst, Stone. Ja, Stonehenge oder Hedge oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. Hier ist dann ein Händler gleich. Hier ist ein kleines gemütliches Feuer, ein paar Zelte, falls man hier verweilen will. Jo, alles was ein Spawn braucht. Geht hier hinten noch weiter. Stopp. Stimmt. Genau, man ist hier auf dieser kleinen Insel. Da muss man ja auch irgendwie runterkommen. Das laufen wir jetzt mal ab. Sieht bei Nacht, by the way, richtig cool aus. Mit diesen Lampen. Unten ist ein schönes Schiffswrack, auch eben wieder passend zur Apokalypse. Es fehlt ja generell Altis ein bisschen an dem... Wie sagt man, an dem verwüsteten. Es halt, sieht halt aus wie so ein Urlaubsort. Deswegen wollen wir da auch auf jeden Fall noch so ein bisschen mehr diesen Zerstörungsaspekt reinbringen und ein bisschen so abfacken, wie auch immer. Weil es halt einfach zu lieb aussieht, finden wir. Und finden, glaube ich, auch viele andere. Hier ist auf jeden Fall so ein cooler Steg, dass man hier auf jeden Fall nicht schwimmen muss. Kommt ziemlich cool. Ist auch, wie gesagt, nachts richtig geil, wenn man hier so über diesen Steg läuft, mit den Lichten dann teilweise den Steg nicht beleuchtet. Sieht extrem cool aus. So eine Tonne darf natürlich nicht fehlen. Ein Lagerfeuer, Stühle und eine Schranke, um rauszukommen. Mach auf, ich glaube, wir müssen hier hin. Doch, jetzt geht's. Frei, wir sind frei. Oben ist ein Leuchtturm, hier ist nochmal so ein Offspray-Frack. Das sieht auch ziemlich geil aus.
Jo. Das war der Spawn Nummer 5. Und dann gehen wir mal zu den Trader Cities. So, hier ist mal die erste Trader Zone, die wir jetzt mit reingebastelt haben. Auch extrem geil gebaut, so richtig so verbarrikadiert, wie man es halt auch wirklich bei einer Zombie-Apokalypse machen würde. Ich meine, abgesehen davon, dass es halt offen ist. Hier ist ein Trader. Hier ein paar Container, wo man auch rein kann. Extrem geil. Hier kann man Wasser abfüllen. Kann man auch direkt Drink machen und trinken. Das machen wir uns gleich mal. Lecker. Toxicity. Ja. Hier ist nochmal ein Container, aber ich glaube, der ist schon serienmäßig so. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. So stelle ich es mir halt vor. So richtig abgefuckt und ja, eben Zombie-Apokalypse und nicht Urlaubsort. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Hier kann man auch noch hochgehen. Okay. Dann kommst du oben auf die Burgmauer. Stimmt, da kommt man normal gar nicht hoch, gell? Oh, nice. Oh, lass mich runter. Kann man ein bisschen die Aussicht genießen. Jo, auf jeden Fall Hammer. Dann gehen wir mal zum nächsten. So, nach der vielen Führung haben wir hier einfach mal ein bisschen Pause gemacht am Berg. Haben unser Zelt aufgebaut, ein kleines Lagerfeuer und einen Sonnenschirm. Altes ist ja ziemlich sonnig. Ja, und... Oh, was ist da? Die nächste Trader City. Gucken wir uns gleich mal an. Aber hier geht's steil runter. Muss mal aufpassen. Also hier ist schon mal so ein kleiner, gemütlicher Sitzpunkt. Da oben ist die Müllhaufen von dem Trader City. Hier kann man wieder was trinken. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Wenn ihr mal Durst habt. Ja. Auf jeden Fall ziemlich cool, hier so ein bisschen ein Lager an Rohstoffen. Hier ist Holz gesammelt quasi, ein Feuer. Und hier auch nochmal Rohstoffe. In der Kirche geht es noch rein. Sehr geil, einfach den Berg ausgenutzt. Hier liegen auch nochmal Zeug rum und hier steht dann ein Trader. Finde ich richtig cool, so stelle ich mir das auch ohne Scheiß vor. Wenn mal wirklich Zombie-Apokalypse oder irgendwas sein sollte, dass dann die Leute sich so in die Berge zurückziehen und so. Richtig nice. Gehen wir mal noch hier hoch. Gibt's die Grinsetonne, ist immer ganz wichtig. Und hier hat's nochmal so einen kleinen Aussichtspunkt, wo jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Big Boss drin wäre oder so, von der Trader City eben oder so. Auf jeden Fall extrem cool. So an einem Berg gebaut. Hammer, atmosphärisch. Genauso Sachen fehlen einfach in unseren Augen der Karte und die wollen wir eben jetzt mit reinbringen. So, hier wäre die letzte Trader City. Ist auf so eine Brücke gebaut, so einfach so ein Weglager. Ein bisschen so Slum-mäßig, auf jeden Fall auch richtig geil gemacht. Muss man mal loben. Da hinten ist eine Boje oder irgendwas vom Meer angespült worden. Hier hat es so ein bisschen Sandsäcke und so, weil Trader Cities müssten ja dann auch quasi in der Realität auch verteidigt werden müssen. Deswegen finde ich das ziemlich cool. Hier so Steinbarrikaden, alles ein bisschen gesicherter außenrum. Ich kann mal rausgucken. Gute Aussicht. So, hier ist ein Generator, Gasflaschen. Hier kann man ein bisschen hier reinschiffen oder eben Hände waschen. Wie auch immer. Ein paar Zelte, ein Blumsklo. Hier ist der andere Eingang quasi, auch mit so Sandsäcken. Da drin ist ein Bett gespawnt, lol. Kann man looten. Schauen wir mal hier rein. Ich muss mal die Außenperspektive. Hier kommt man dann oben auf den Bunker quasi. Auf diesen Turm. Um auch quasi die Anlage vor ankommenden Zombies oder sonst irgendwas zu schützen. Alter, was ist hier ein Loot gespawnt? Richtig krass, erstmal looten. Ja, ist ein bisschen schwierig hier. Auf jeden Fall den Kopf reinziehen. So, hier können wir jetzt noch durchgehen. Durch die Türe. Geht's hier hinten raus. Ein bisschen so undercover und seitlich ab. So ganz eigentlich unscheinbar. Und hier geht's runter in diesen unter dieses geile Tarnnetz. Ist richtig Hammer. Sieht man auch von außen dann tatsächlich fast gar nicht. Und da kommt man dann hier unter die Brücke quasi. Und hier ist dann der Trader. Also muss auch ein bisschen suchen, ein bisschen tricky. Aber der muss ja in Sicherheit sein. Definitiv richtig geil gelöst. Ist auch gemütlich. Hier könnte ich, glaube ich, auch wohnen. Zumindest in der Zombie-Apokalypse.
So, das waren jetzt mal die ersten Verbesserungsschritte, die wir gemacht haben. Es werden auf jeden Fall noch einige Videos folgen in kürzester Zeit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, okay, es ist cool, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, eben Altis ein bisschen apokalyptischer zu gestalten und generell noch ein bisschen Neuigkeiten reinzubringen. Könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben, wenn ihr das feiert. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten könnt ihr es natürlich auch live auf unserem Server anschauen. Die IP wird natürlich wie immer im Video eingetragen. Und ja, dann mal viel Spaß noch beim Zocken und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!